willkommen beim vierten Tutorial vom Bohemian Rhapsody. Das letzte Tutorial war vor vielen Monaten, aber jetzt haben viele unter euch gefragt, dass ich wirklich weitermache und jetzt kommt der nächste Teil aus dem Stück. Wir haben zuerst das Intro angeschaut, dann die lange Ballade, dann das Gitarrensolo und jetzt kommt die Opernparodie. Da singen sie wirklich so richtig in der Höhe wie in einer Oper. Dieser Teil ist in A-Dur, das zeige ich dir dann am Klavier. Wir haben jetzt andere Vorzeichen und die vierten Noten werden doppelt so schnell gespielt. Die ganze Playlist mit den Tutorials von diesem Stück findest du in der Beschreibung, dann kannst du einfach dorthin gehen und dann hast du alle Videos. Du musst sie nicht suchen. In diesem Teil sind wir in A-Dur, das heißt, wir haben drei Kreuze im Schlüssel. Das ist Fis, Cis und Gis. Wir fangen in den ersten zwei Takte mit A-Dur. In der linken Hand haben wir eine Oktave auf A. Hier ist die Mitte, also nicht das erste A, sondern die nächsten zwei. Und in der rechten Hand gleichzeitig haben wir A und Cis, die Terz. Zusammendrücken. Auf 2, 3 und 4 noch einmal diese Terz, Grundton und Terz zusammendrücken. 1, 2, 3. Im nächsten Takt wieder viermal A und Cis. 1, 2, 3, 4. Die ersten zwei Takte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In den nächsten Takten haben wir zuerst Afis zusammengedrückt. Dann bewegt sich der Daumen zuerst zum E, dann zu S und wieder zum E. Afis, AE. A, S und wieder A, E. Und das zweimal, also im nächsten Tag wieder einmal. In der rechten Hand, zu dem haben wir D, Cis, Cis, C, C, Cis, Cis. Das ist eine vierte Note und dann achte Note. Viertel hier, Cis, Cis, Achteln, C, C auch Achteln, Cis, Cis auch Achteln. Ich zähle lieber mit, das wird einfacher. 1, 2 und 3 und 4 und zusammen. Hier auf 1 A Fis mit D zusammen. Auf 2 haben wir A, E mit Cis. Noch einmal Cis drücken. A und S mit C, nochmals C drücken, A und E mit Cis wieder und Cis. 1, 2 und 3 und 4 und nachher, die linke Hand wie gesagt spielt noch einmal das gleiche und die rechte Hand spielt jetzt D, D, Cis, Cis. Und dann springt sie zu dieser Terz. Cis und E. Zweimal. Noch einmal das. D, D, Cis, Cis, C. Cis und E. Zweimal. 1 und 2 und 3, 4 und. Zusammen. Bereit? Hier. A und Fis mit D. Nochmals D. A und E mit Cis, nochmal Cis, A und S mit C und dann gehe ich zur Terz, A und E mit Cis und E in der rechten Hand und das drücke ich noch einmal. Noch einmal das ganz langsam. 1 und 2 und 3. Schneller. 1 und 2 und 3, 4 und diese zwei Takte.
Ton von ganz vorne. Jetzt habe ich wiederholt, da habe ich Achtel gespielt in der linken Hand. Das kannst du natürlich auch machen. Also mit der rechten Hand spielen muss aber nicht sein. Wenn ich diese Terzen spiele am Anfang, du kannst die linke Hand schon vorbereiten. Also hier schon vorbereiten. Dann hast du keine Eile für den nächsten Takt. Nachher, die linke Hand spielt wieder A und Fis, A und E. Und jetzt Achtung, wieder A und Fis und wieder A und E. Also, 1, 2, 3, 4 und das auch ein zweites Mal. 1, 2, 3, 4. Nicht schwer, ha? Die rechte Hand ist jetzt auf D und A. Wir hatten vorher, im vorigen Takt, Cis und E. Das weißt du noch? Cis und E zweimal. Und jetzt sind wir hier auf D und A. Nachher noch einmal. Und nachher Cis und E mit 2 und 4. Ich spiele noch einmal das Gleiche mit diesem Auftakt. Das ist ja wie ein Auftakt. Das erste Mal, wo wir Cis und E spielen. Das gehört schon von der Melodie her eher zu dem jetzigen Takt. Also, ein zweites Mal und das dritte Mal mit 2 und 4. Und jetzt geht's nach unten, tiefer. Jetzt gehen wir zu C und S zweimal. Wieder Cis und E, D und Fis und Cis und E. Noch einmal. Zweites Mal. Finger wechseln. Jetzt C und S zweimal. Cis und E. Nur einmal jetzt. D und Fis. Cis und E. 4 und 1. 2 und 3. 4 und 1 und 2. Bisschen schneller, weil es geht schon recht schnell im Stück dann. 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1 und 2, 3, 4. Jetzt kombinieren wir das mit der linken Hand. Wenn du es noch weißt, wir waren hier mit Cis und E mit dieser Quint A und E. Jetzt. Du gehst mit beide Hände nach. Das ist so eine Bewegung für mich nach oben. Jetzt hast du auf 1a, Fis, da. Zurück. Zweites Mal. Zurück, aber Achtung, Fingerwechsel in der rechten Hand. Jetzt gehe ich nochmals nach oben mit der linken Hand. Mit der rechten Hand habe ich C und S. Jetzt. A, E, Cis, E. A, Fis, D, Fis. A, E, Cis, E. Ich spiele nochmal das Ganze langsam. Zweites Mal. Drittes Mal mit Fingerwechsel. Jetzt. Ein bisschen schneller. Ganz vorne. Jetzt haben wir schon die Hälfte von diesem Teil. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo mein E-Piano anfängt zu zittern. Wir haben hier dieses Akkord. Ass mit der linken Hand. Und in der rechten Hand As, Des, das ist diese schwarze Taste hier, und F. Alles zusammen
viermal und laut. Und nachher dieses Akkord, wieder Ass im Bass und in der rechten Hand ein Ass-Dur-Akkord, Ass, C und S. Also 1 und 2 und 3, 4. Zuerst Achtelnoten mit dem ersten Akkord und Viertelnoten mit dem zweiten. 1 und 2 und 3, 4. Nachher gehe ich mit der linken Hand zum G und mit der rechten Hand zum C-Dur-Akkord. C, E, G. Zusammen. Wieder viermal und nachher E im Bass mit Gis, H, E. Zusammen, aber nur einmal. Jetzt verschiebe ich die gleichen Töne. Das ist ein E-Dur-Akkord. Jetzt spiele ich es so in dieser Umkehrung. Und nochmal E drücken. Nochmal diesen Takt. G mit C Dur. 1 und 2 und 3. E, Gis, H, E. Und wieder E, H, E, Gis. Diese zwei Takte noch einmal, wo mein Klavier zittert und dein sicher auch, wenn du laut spielst. 1 und 2 und 3. In der linken Hand und Cis E A mit der rechten Hand. Also, bis hierher geht es. Diese zwei Takte plus diese Viertelnote im nächsten Takt. 1 und 2 und 3, 4. 1 und 2 und 3, 4, 1. Und jetzt kommt Galileo. Oben, ich gehe mit meiner rechten Hand hier auf E. Ich nehme den vierten Finger. E, E, F, E. Und dann mit dem Daumen A, A, B, A. Und wieder. E, E, F, E, A, A, B, A. Noch einmal. Klavier, Zitter, Takte. 1 und 2 und 3, 4. 1 und 2 und 3, 4. 1, 2 und 3 und 4. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und. Puh. Und dann bleiben nur noch ein paar Takte. Jetzt haben wir immer die gleichen Töne links und rechts. Ich spiele einmal rechts zuerst. A, A, B, A, G, F, E. A, A, B mit dem vierten Finger. A, G, F. Und dann E über den Daumen. Und jetzt dasselbe mit der linken Hand. A, A, ich nehme da den Daumen und dann B mit dem zweiten Finger, wieder Daumen auf A, G mit dem zweiten Finger, F mit dem dritten Finger und E. Und schon bin ich angekommen. A, A, B, A, G, F, E. Und jetzt beide Hände. A, A mit beiden Daumen, jetzt. B, 2 und 4, A, 1 und 3, G und G, F und E. Ich muss selber aufpassen mit dem Fingersatz. Aufzuschreiben. Also, Galileo, Galileo.
einmal ab den lauten Akkorde. Also das ist B, A, A und jetzt vierte Noten, B, D, S, C, B. Also die letzten zwei sind ein bisschen schneller, das sind achte Noten. C, B, die letzten Noten noch einmal, B, A, A, B, G, S, C, B. Da haben wir einmal nur einen Zweivierteltakt, also nur zwei Schläge in einem Takt. Hier. Und hier haben wir wieder vier Vierteltakt. Also das geht wirklich aus der Zeit. Du kannst es einfach spielen, so wie du es im Gehör hast. Ist ein bisschen so. Out of time. Jetzt spiele ich noch einmal das Ganze. Langsam. Viel Spaß mit diesem Teil und wir sehen uns bestimmt im nächsten Tutorial.